Ja, hallo YouTube und Filmfreunde, willkommen mal wieder zu einer neuen Filmkritik von mir. Und next dann. Wir haben uns heute einen weiteren Klassiker rausgesucht, ein Film, von dem ich noch nicht viel gehört habe. Und Next Dani hat ihn halt jetzt in der Sammlung gehabt und ihn mir ans Herz gelegt. Und ja, ich habe jetzt diese Lücke aufgeschlossen. Heute geht es um den Film Carrie. Ja, ich gebe dann mal an Next Dani ab, der euch mit den groben Daten versorgt. Ja, liebe Tubies, die Daten des Films. Hauptdarstellerin ist Sissy Spacek. Die hat in einer bekannten Fernsehserie Die Waltons mitgespielt. Dann hat sie in dem Film The Ring 2 mitgewirkt. Ich weiß aber nicht inwiefern. Produziert hat den Film Carrie Brian De Palma. Der ist ja bekannt durch Scarface und Mission Impossible. Ja, die sehr bekannten Filme. Mitgespielt hat auch noch bei Carrie John Travolta. Der ist ja bekannt wie ein bunter Hund. Und der Film ist gedreht worden oder kam raus 1976, also wirklich schon sehr, sehr, sehr alt. Ja, lieber Silenzium, ich würde sagen, du gehst gleich auf die Story ein, kannst auch gleich deine Meinung dazu sagen. Ja, also in dem Film geht es um eine krasse Außenseiterin in einer Schule. Also sie wird ständig gemobbt von ihren Mitschülern und sie kriegt dann eines Tages ihre Tage und gerät halt daraufhin völlig in Rage, sage ich mal. Sie weiß überhaupt nicht, was da mit ihr vor sich geht und das nehmen halt die anderen Schüler gleich als Grund, sie weiterhin zu mobben und das steigert sich halt immer weiter. Und ja, sie hat auch telekinetische Fähigkeiten, also sie kann Gegenstände mit Gedankenkraft bewegen und sie baut halt während des Films diese Fähigkeit immer weiter aus, bis es halt zu einem großen Showdown kommt. Ja, das war mal so die grobe Story. Und zum Film selbst muss ich sagen, dass er mir überragend gut gefallen hat. Also das ist ja wirklich ein Klassiker, den ich nur allen Freunden von solchen Filmen nur wärmstens ans Herz legen kann. Er ist von vorne bis hinten ziemlich spannend inszeniert und die Hauptdarstellerin spielt unglaublich gut. Sie hat mir an manchen Stellen wirklich schon sehr leid getan, muss ich sagen. Dir auch, glaube ich, oder? Ja, Also die kommt wirklich ja. nicht, was Moppen angeht, Ja. zu kurz. Muss auch einiges wegstecken in diesem Ja, Film. und auch von Ja. der Mutter, also diese. Allerdings, die Mutter, darauf wollte ich auch noch im Besonderen eingehen, ist eine unglaubliche religiöse Spinnerin. Also da merkt man, was religiöser Fanatismus auslöst. Ja, und ich kann ihn, wie gesagt, nur empfehlen. Ich finde ihn top. Vor allem das Ende hat mir sehr gut gefallen. Also da geht die Hauptdarstellerin in Blut überströmt über so eine Bühne und Feuer im Hintergrund und das ist einfach unglaublich gut gemacht und ja, allgemein das Ende hat mir auch sehr gut gefallen und von mir kriegt dieser Film 8 von 10 Punkten und eine dicke Empfehlung. Ja, von mir bekommt er auch eine 8 von 10. Ist ja wirklich ein sehr, sehr guter Film. Auch wenn er schon so alt ist, 1976. Gerade die alten Filme sind doch Ja, die besten. eben. Aber 1976 ist ja doch schon wirklich sehr alt. Ach, da gibt es noch ältere. Wo ich noch nicht drauf eingegangen bin, es ist nach einer Buchvorlage von Stephen King. Also alle Fans von Stephen King-Filmen, ihr könnt wirklich nichts falsch machen. Ich muss sagen, dass ich habe auch schon einige Stephen King-Verfilmungen gesehen und das hier ist wirklich eine der besten. Ja, dann haben wir deine Meinung auch gehört. Ich werde jetzt noch ganz kurz die DVD zeigen und den Link zum Trailer findet ihr unten in der Infobox. Ich werde das in Zukunft immer so machen. Ja, dann kommen wir gleich zu der DVD. Ja, das ist jetzt hier also die DVD mit dem wunderschönen Cover. Ich finde das Cover schon sehr ansprechend und es zeigt halt auch diese Szene, die mir so gefallen hat in dem Film. Ja, hinten haben wir wie üblich die Inhaltsangabe. Der Film ist ab 16 und ja, Extras sind leider so gut wie keine auf der DVD vorhanden, nur ein kurzer Trailer. Ja. Wohlgemerkt noch dazu zu sagen wäre, es gibt ja schon eine Neuauflage aus dieser Classic-Reihe da. Wo du gerade Neuauflage sagst, der Film kommt ja jetzt auch ein Remake raus, welches mich auch sehr interessiert. Also das werden ich und Next Dani wahrscheinlich auch reviewen, wenn wir es gesehen haben. Und
Gut, das war's dann zu der DVD. Ich wollte dann noch eine kurze Ankündigung machen. Ich und Next Danny werden natürlich, sobald das Evil Dead Remake ins Kino kommt, natürlich mit dabei sein. Und danach werden wir auch ein ausführliches Review zu diesem Film auf unseren Kanälen hochladen. Das könnt ihr glauben. Also, Wir da geht's richtig ab. freuen uns schon abartig auf diesen Film und wir hoffen, dass ihr es euch anseht. Gut, das war's dann von meiner Review oder von unserer Review besser gesagt. Next Danny hat auch einen Film hochgeladen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Silenzium 141. Und euer Next Dani. Servus.